Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist ein Video über ein kleines Shooting von mir aus dem Dezember mit der lieben Franka in Düsseldorf. Ich war jetzt nicht ganz perfekt, aber wenn ihr sehen wollt, wie ein Shooting bei mir ist, dann viel Spaß und auf nach Düsseldorf. So, an der ersten Location von ungefähr 3 angekommen. Franka hat sich auf diese Mauer gestellt, damit ich dieses alte Gebäude, was im Hintergrund zu sehen ist, so ins Bild mit reinbekomme. Rechts diesen Busch, den habe ich auch ab und zu noch mit in den Vordergrund genommen. Ich war in diesem quasi Vorgarten, sie auf der Mauer. Das ist so ein Gelände gewesen oder ein Grundstück von einem öffentlichen Gebäude in Düsseldorf. Und dann habe ich halt so ein bisschen mit den Brennweiten rumgespielt. Normalerweise bin ich ja so ein übelster Fan von 35 mm. Aber hier an der Location, um quasi die Kompression zu haben, dass das Gebäude im Hintergrund schön zu sehen ist, habe ich hier die meiste Zeit das 70-200 genutzt. Normalerweise spricht man vorher mit dem Model ab, was für ein Outfit, was für ein Look, was für ein Mood. In dem Fall gab es keinen so einen richtigen Austausch, außer dass ich ihr gesagt habe, zieh das an, wo drin du dich sehr wohl fühlst. Heute gibt es irgendwie keine richtigen Vorschläge, sondern einfach nimm was mit und wir machen das Beste draus. Und ja, das ist das Outfit und wie man auch ein bisschen sehen kann, super frisch für so einen Tag. Es war sehr windig, zu windig, hat immer so ein bisschen die Frise auch kaputt gemacht, aber ja, wir haben das Beste draus gemacht. Und hier sind ein paar Fotos. Diese 5 Fotos sind jetzt an der ersten Location entstanden und was sagt ihr zu den Fotos? Gebt mir doch gerne Rückmeldung in den Kommentaren oder sagt Location 1, was ist euer Favorit? Bild 1, Bild 2 oder doch vielleicht Bild 5 von denen? Lasst es mich wissen, ich bin gespannt. Auf zur nächsten Location würde ich sagen. Bist du bereit? Okay. Komm mal so ein bisschen auf mich zu. Auf mich zugehen, genau. Willkommen an Location 2. Da wir eigentlich was anderes vorhatten und in ein Café reingehen wollten, dadurch, dass das Wetter schlechter wird und es langsam ein bisschen gefisselt hat, aber das Café voll war, haben wir auf dem Weg dorthin diese nette alte Straße gefunden. So eine Kopfsteinpflasterstraße in der Nähe des Rheins. Da ich mich nicht so gut in Düsseldorf auskenne, ist hier ein kurzes Google Maps Bild, wo wir uns befinden, falls ihr den Ort sucht. Und ja, einfach die Straße mit der Flucht, führende Linien so ein bisschen genommen und mit diesem alten Gebäude im Hintergrund schön geframed. Auch wieder 70-200, war hier sehr vorteilhaft. Diese Location habe ich doppelt genutzt. Einmal halt die Straße an sich, die mit der langen Führung. Und links, wo man jetzt im Bild schon so ein bisschen so eine alte Laterne erahnen kann, oder so eine alte Lampe. Dort habe ich noch mit Franka die Tür genutzt, nämlich so eine Eingangstür, so eine alte, da gibt es 2 Stück. Wir haben an beiden so ein paar Bilder gemacht und davon gibt es auch gleich die Fotos. Aber jetzt erstmal hier zur Straße, hier sind die Bilder. Viel Spaß mit denen! Das waren die 3 Fotos, die sich Franka ausgesucht hat zur Location 2 bei dieser Straße. Hier jetzt nochmal ein kleines kurzes Video, auch in Hochkant, wie meine Perspektive quasi aus der Kamera war mit dem 70-200. So habe ich Franka gesehen und so habe ich sie dann quasi abgelichtet. Und jetzt switchen wir einmal zur Seite, zu der Haustür und gucken, was wir dort so ablichten können. Zu sehen ist die Tür, die ich eben schon einmal angesprochen habe. Ich finde ihre Haptik, diese alte Aufmachung ziemlich cool und ganz klar die Farbe. Das ist Merkmal Nummer 1. Durch dieses dunkle Grün und Frankas tollen roten Haaren ist es schon eigentlich dieser Komplementärkontrast, der für die Fotos wunderbar ist. Man kann dann im Nachhinein an den Bildern noch einiges dran drehen an den Farben, damit es wunderbar passt. Aber einmal zu den Fotografen unter euch.
wenn die hier welche zuschauen. Macht ja auch immer solche komischen Körperhaltungen, wenn ihr fotografiert. Ich finde, ich sehe immer aus wie der Glöckner von Notre Dame, wenn ich quasi die Kamera in der Hand habe und quasi shoote. Nur so einmal am Rand gemerkt, da kann man bestimmt ein Meme draus machen oder sonst irgendwas. Also ich finde, da sehe ich immer komplett lächerlich aus. Aber egal, kommen wir zu den Fotos. Ich habe der Franka hier mal ein paar Tipps genannt, wie sie sich hinstellen kann, wie sie sich verhalten kann vor der Kamera, welche Pose. Aber im Endeffekt, durch den Wind und durch das Wetter und dieses ganze Feeling an einem Tag war die Laune nicht so ganz gut und sie fühlte sich auch nicht ganz so wohl. Da hat man in den Fotos nachher auch gemerkt, dass halt nicht so viele gute dabei waren. Teilweise auch meine Schuld. Es war einfach nicht so der richtige Tag. Muss man auch einfach dazu sagen. Manchmal passt es einfach nicht. Und ja, egal. Hier sind die Resultate, die man dennoch hinbekommen hat. Where you been and where you hiding? I know you're lying. Don't you try it, no. You really shouldn't play with fire. Put it out with water. Was sagt ihr zu diesen vier Fotos von der Türlocation? Bin gespannt, was eure Meinung ist oder was euer Favorit ist. Haut es doch gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, immer so ein bisschen Feedback zu bekommen. Dann geht es auch wohl schon weiter im Video zur nächsten Location. Wir sind ein bisschen gegangen und dann mit der U-Bahn gefahren, denn als nächster Ort war eine U-Bahn-Station. Sehr clean, sehr modern, viel Metall, kaltes Licht. Auf geht's dorthin. An der letzten Location für heute angekommen, an dem Eingang einer U-Bahn-Station. Alles clean, Stahl, Beton und alles so ein bisschen kühl. Und wir sagen jetzt schon mal Dankeschön an den Autofokus der Kamera. Wie man sieht, ist der Fokus nicht auf dem Model oder mir hier im Video, sondern eher unten am Fußboden. Dankeschön dafür. Ich habe leider keine andere Ersatzaufnahme, also müssen wir damit irgendwie herhalten. Und es gibt dann weniger Videomaterial, dafür dann jetzt gleich mehr die Fotos und ein bisschen noch mein Gelaber. Also, was kann ich hier zu der Location noch sagen? Ich fand es ein bisschen schwierig, durch die ganzen Lichter ein richtiges Framing hier zu setzen und hatte erst rechts von mir, also rechts von der Kameraperspektive gerade die Wand genommen. Da gibt es dann die ersten ein, zwei Bilder zu und dann halt mit dem Geländer, auf dem sie gerade sitzt, ein bisschen gespielt, sie oben sitzen lassen und auch mal dahinter stehen lassen. Aber sitzen war eher besser. Man musste mir mal gucken, wenn Leute vorbeikamen. Aber es hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Hier hat Franka sich am wohlsten gefühlt. Das hier sind die Resultate. Viel Spaß damit! Mit diesen Fotos ist die Location 3 für uns abgeschlossen. Wir fahren jetzt heim und machen noch ein anderes Shooting. Das gibt es jetzt hier als Sneak Peek mit diesem Licht im Hintergrund im Video zu sehen. Ansonsten kommen jetzt nochmal alle Fotos in einer Reihe. Wer sie sich anschauen möchte, viel Spaß. Ansonsten sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar sehr freuen. Sagt doch mal in den Kommentaren, was euer Favoritenbild aus diesem Video ist. Tschüss!